heute bei Wer weiß denn sowas? Bastian Pastewka im Team mit Bernhard Hohecker. Und sie spielen gegen Thomas Hermals und Elton. Und jetzt geht's los, das Comedy-Duell. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Wer weiß denn sowas, mit fantastischen Gästen heute, mit Bastian Pastewka und Thomas Hermals. Hallo! Und also bei uns läuft's. Ja. Ja. Jetzt wollen wir aber erst mal gucken, wie die Publikumsverteilung heute ausschaut. Ja. Hinter Bernhard und Bastian Pastewka sitzen 71 Zuschauer. Offensichtlich haben doch einige die beiden Folgen nicht gesehen, wo du schon mal da warst. Und hinter Elton und Thomas Hermals sind es 54. Bravo! Bravo! Sie haben es richtig gemacht. So. Sie haben es richtig. Sie kriegen die Kohle. Ja. Sie kriegen sie. So, jetzt widmen wir uns aber mal dem Angebot für die heutige Sendung. Hier sind die 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Asien, Essen und Trinken, Damals, Physik des Alltags, Zahlen bitte, Was bin ich, Unser Körper, Heimat, Gute Nacht, Unterwasser, Trick 17 und Wie bitte. Wie bitte kann da auch ein Begriff sein. Entscheide bitte, kannst du mit Tieren und sowas ausdrücken. Wenn du mit Heimat anfangen, das ist Bastian, da du dich ja auch gerne mit dem Regelwerk einer Sendung beschäftigst, welches Team darf bei uns immer anfangen? Das Team, hinter dem mehr Menschen versammelt sind. Sehr gut. Heimat? Ja. Wir nehmen Heimat bitte als erstes. Heimat? Du hast doch gesagt, wir nehmen. Nee, ich habe nicht Heimat gesagt. Sondern? Ich habe, gut. Wir nehmen erste trotzdem Frage. Heimat. Warum lässt die Stadt Köln neuerdings Laternen und Ampeln an Verkehrsknotenpunkten speziell lackieren? Das ist dein Ding. A. Damit Hunde nicht an die Pfeiler pinkeln. B. Um Raser zu bremsen. Oder C. Damit Aufkleber nicht haften. Das ist deine Frage. Du bist doch öfter mal in Köln. Ich bin sehr oft in Köln, ja, selbstverständlich. Aber bin ich oft an Verkehrsknotenpunkten? Das weiß ich noch nicht. So. Also. Damit Hunde nicht an die Pfeiler pinkeln. Was ist denn da die Idee? Der Lack lässt das Urin nicht haften, sondern schmeißt es zurück? Oder es geht so schnell weg, dass der Hund das als Markierung nicht mehr wahrnimmt? Also das ist. Aber würde der Hund daraus was lernen? Ist die Nein. Frage, ne? Der würde aber einmal dagegen pinkeln, dann ist der vielleicht dann klinisch sauber, der Pfeiler, aber der Hund würde es ja erneut wieder tun. Ne? Ja. So, um Raser zu bremsen. Das scheint mir jetzt schon mal richtig zu sein, weil ich glaube, die Stadt tut sehr, sehr viel, um Raser zu bremsen. Weil Köln ist eine sehr enge Stadt, eine sehr eng gebaute Stadt. Wenn man einmal falsch abbiegt, kommt man erst drei Stadtteile wieder raus, weil es alles nur Einbahnstraßen sind. Die Menschen dort sind grundaggressiv. Und man möchten darf aus nie links diesem abbiegen Grund, in Köln. Ja, einmal links abbiegen in Köln, du bist verloren. Du kommst in Rheinland-Pfalz wieder raus. Deshalb ist es wichtig, dass die Grundaggression der Kölner hier eingedämmt wird. Und ich glaube, das machen die, um Raser zu bremsen. Du glaubst, die malen die Pfosten an von den Laternen? Mit so harmonischen Farben. Mhm. Und dann fahren die, wäre es nicht sinnvoller, die Laternen zu versetzen auf die Straße, damit die langsamer fahren? Also ja, das ist ja Teil des Malprozesses. So. Die werden im Auge so reflektiert, dass man denkt, die sind jetzt schon mitten auf der Straße. So wie diese neuen digitalen Zebrastreifen, die aus dem Boden wachsen, in Anführungsstrichen. Verstehst du die Metapher? Ich verstehe die Metapher. Aufkleber nicht haften dagegen finde ich wieder total piefig. Ja. Und Aufkleber haften. Genau, ja, natürlich. Mein Gott, da hast du einen Beamten, der am Tag das dann abpiddelt oder so etwas. Warum muss man da eine spezielle Lackierung erfinden? Ja, weil das total nervt. Ja, da hast du recht. Nehmen wir C. Fähnchen im Wind, Pastewka, nennt mich auch. Ich bin dabei C. Wir nehmen natürlich die Aufkleber. Genau, ja, mein klar, Vorschlag. Das hast du die ganze Zeit erklärt. Von Anfang an habe ich das vorgeschlagen. Ja. Also ich wäre für die Raser, aber du bist ja für C. Nein, ich bin für C. Ja. Höre ich auf dich. Gut. Wir nehmen C. Herr Pflaume, wir haben uns für C entschieden. Alles klar. Dankeschön. Warum nicht? In einem Pilotprojekt lässt die Stadt Köln knapp 2000 Laternen und Ampeln neu grundieren und dann mit einem durchsichtigen Speziallack beschichten. Rainer Erhardt hat den Lack mitentwickelt. Das Geheimnis der Antihaftbeschichtung ist eine sehr enge Silikonvernetzung. Diese Silikonvernetzung verursacht einen Nanoeffekt. Auf dem Lack haften Aufkleber nicht. Sie werden weggeweht oder sind einfach zu lösen.
Und Marker lassen sich ebenfalls leicht wegwischen. So soll die Stadt insgesamt gepflegter wirken. So, das erste Geld ist ausbezahlt. Ja. Das wollen wir mitnehmen? Hättest du auch gewusst, ne? Wir haben da auch intendiert. Okay. Was wollen wir denn nehmen? Also, ich finde, es ist alles nicht gut für mich, weil wo sind die Kategorien ABBA, Prosecco und Disco Fox? Das ist alles nicht da. Schönheit fehlt auch. Schönheit, danke schön. Es fehlt auch das Fragezeichen, wo das hätte vielleicht alles drin sein können. Ja, essen und trinken. Ja, komm. Okay, das geht immer. Gut. Kann die Babypaprika, die manchmal im Inneren einer großen Paprika wächst, gegessen werden? Oh. A. Nein, sie ist ebenso wie die Samen ungenießbar. B. Nur, wenn sie vorher in Salzwasser eingeweicht wird. Oder C. Ja, denn sie ist aus dem gleichen Gewebe wie die Mutterfrucht. So, da sind wir im schönen Bereich, dass ja jetzt jedes Gemüse, was auf sich hält, als Babyversion im Supermarkt liegt für den doppelten Preis. Ne? Also überall ist immer Baby das, Baby das, Baby Brokkoli, Baby so. Jetzt ist es aber bei der Paprika Samen. Haben wir ja dann, ne? Kennen wir ja. Tun wir normalerweise raus. Ne? Paprika wird geschnitten, weil es ungenießbar ist oder weil wir es einfach nicht gerne essen. Ich glaub, der Samen. Also wahrscheinlich ist das ungenießbar, weil es auch wirklich nicht schmeckt. Weil es nicht gut schmeckt, aber man könnte es vielleicht essen. Also sterben wird man, glaube ich, nicht dafür. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich habe auch schon mal Paprikasamen aus Versehen gegessen und bin nicht gestorben. Also, nur wenn sie vorher in Salzwasser eingeweicht wird. Kann man einfach mitessen da drin. Das ist eine zweite Frucht in der Frucht. Ich würde auch sagen, weil mit dem Salzwasser, das ist ja so ein Trick manchmal, du musst irgendwas rausziehen, was vielleicht giftig wäre. Haben wir beide das gleiche Bauchgefühl? Ja. In dem ja. C. Wir sind dafür. Warum nicht? Ja. Widmen wir uns dem Thema etwas näher. Bei normalem Wachstum bilden sich an der Plazenta im Inneren der Paprika Samen. Manchmal findet sich dort auch ein knubbeliger Auswuchs. Diese Babypaprika ist statt eines Samens direkt aus einer Eizelle entstanden. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Genetikfehler. Sie besteht aber aus einfachem Paprikagewebe und kann laut Verbraucherzentrale bedenkenlos verzehrt werden. Auf für euch! Erste Frage, richtige Antwort. 500 Euro. So, das war gut. Es ist ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen heute. Absolut, Mensch, ja, super. Total. Wir nehmen Gute Nacht, die Kategorie hatten wir noch nie. Gute Nacht. Oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Was verringert laut Forschern der University of Sydney tatsächlich die Einschlafzeit? A. Einen Löffel Senf essen, B. Schäfchen zählen oder C. Schlafanzug aus Wolle tragen? Das ist doch gut, das ist doch genau deine Kategorie. Schäfchen zählen, das klassische Schäfchen zählen. Ja, bringt nichts. Bringt nichts, nein. Aber vielleicht haben sie herausgefunden, dass es doch was bringt. Nee, weil man ja, das wäre ja albern. Wenn es erst was bringt, dann findet man raus, es bringt nichts. Jetzt finden sie es nochmal raus, dass es doch was bringt. Ja, aber es sind Forscher. Ich meine, Forscher stellen doch permanent wieder alles um, weil sie sich was Neues ausgedacht haben. Nein, also... Schlafanzug aus Wolle kann ich mir noch vorstellen. Warum? Weil andere Textilien vielleicht den Schweiß schlechter absorbieren, weil es nicht so laut ist beim Umdrehen und nicht so rachelt. Was hast so du denn für Schlafanzüge aus Plexiglas? Wenn du diese Taucheranzüge zum Beispiel, wenn du die aus Versehen anlässt, das knarrt die ganze Nacht. Ja? Oder? Du hast noch die Taucherbrille auf, ne? Der Schnorchel klappert. Das ist natürlich. Hast du schon mal nach so einer Senfwurst müde? Also wenn man so Senf gegessen hat, hast du schon mal jemals das Gefühl gehabt? Wenn, dann eher wegen der Wurst, weil man zu viel davon gegessen hat. Jetzt muss ich mir aber ein Stündchen hinlegen, Kinder. Ne, das ja, aber ob es ursächlich am Senf liegt. Ein Löffel Senf essen. Was sagst du, A oder C? A. Das bedeutet aber, dass du C nimmst. Richtig. Das ist richtig. Ja, okay. Was komm, gib, ist völlig richtig. C. C bitte. Dankeschön. Ihr seid zu Recht aufgeregt. Das stimmt. Im deutschen Schlafzimmer herrschen nachts im Schnitt 17,6 Grad. Bei dieser kühlen Temperatur schlafen wir auch besonders schnell ein, wie Forscher der University of Sydney herausgefunden haben. Aber noch etwas hilft. Im Baumwollpyjama betrug die durchschnittliche Einschlafzeit in der Studie 18 Minuten, bei Merino-Wolle nur 10.
Laut den Forschern hilft Wolle dem Körper dabei, seine Temperatur zum Einschlafen zu senken. Gute Nacht. Merino-Wolle ist das Zauberwort. Merino-Wolle. Merino-Wolle. Von Merino-Schaff. Also, 8 Minuten schneller schläft man dann ein. Ja, dann ist ja alles gut. Dann also Trick 17 nehmen, das sind Haushaltstipps, das wissen wir vielleicht. Ja, machst du Hausarbeit? Ja, auch mal. Ja. Also Trick 17, wir setzen auf Haushalt. Und ist sonst auch wer einen Kronkorkenverschluss weder mit dem Feuerzeug noch mit einer PET-Flasche öffnen kann, A, benutzt am besten beides zusammen. B, sollte es mit Spülmittel versuchen. Oder C, kann sich mit einem Stück Draht behelfen. Naja, also eigentlich, also benutzt am besten beides zusammen. Ich kann es nicht mit H und ich kann es nicht mit H, nur mal mit H. Das klingt doch saudumm, oder? Das klingt saudumm. Vor allem, wie soll das auch funktionieren? Du brauchst ja eine Hand, um die Flasche festzuhalten und die andere Hand, um das Ding zu öffnen. Ja, es sagt nicht, ob man alleine ist mit der Flasche oder ob mehrere blöde Leute zusammen um die Flasche drumstehen. Einer hält die, weißt du, der alte Witz, wie viel brauchst du, um eine Flasche aufzumachen? Aber das, finde ich, klingt quarkig. Spülmittel. So, jetzt reibe ich an dem Kohl. Jetzt kommt das, also ist klar, Ölfette macht es irgendwie glitschiger. Ja, aber dann flutscht das doch erst recht ab. Du musst ja einen Widerstand haben, um das aufzumachen. Eben. Da ich aber immer Champagner trinke und wenig Bier, Dankeschön, würde ich dir jetzt noch mal... Also B würde ich auch ausschließen. C hörte sich ganz gut an. Ich überlege noch ganz doof. Also, ja, also nicht, dass man Feuerzeug und PET-Flasche zusammen so eine Hebelwirkung macht, sondern ob man vielleicht mit dem Feuerzeug irgendwas warm macht. Ja. Und dann die PET-Flasche dazu benutzt. Du würdest den Kronkorken an... wärmen und macht dann noch Sinn? Die Flasche nehmen? Vielleicht ist es doch... Wir nehmen C. Also es klang interessant, aber... Ich bin bei so. Ich bin bei der Horizontalen. Mhm. Ne, ist klar. Wir reden nicht weiter an der Stelle. Das Öffnen einer Flasche Bier mit Feuerzeug oder Plastikflasche ist nicht jedermanns Sache. Doch es gibt einen Trick. Zunächst den Deckel einer PET-Flasche abschrauben. Nun mit dem Feuerzeug den Flaschenhals an einer Seite etwas erhitzen. Anschließend muss die erhitzte Stelle auf einen festen Untergrund gedrückt werden. Der Flaschenhals verformt sich etwas nach innen. Nach dem Abkühlen kann so auch ohne Übung ein Kronkorken geöffnet werden. Ach. So, 500 Euro bleiben euch, es wird ja nichts abgezogen. Und es handelt sich um die Kategorie, wir kommen zur nächsten Kategorie. Damals, bitte. Was bin ich? Damals. Welchen geheimen Prototypen baute der New Yorker Erfinder Alfred Ely Beach im Jahr 1870 unter dem Broadway? A. Rohrpost-U-Bahn, B. Erdwärmeanlage oder C. schwimmendes Theater? Okay, Alfred Ely Beach, da will man uns mit dem Beach vielleicht zum schwimmenden Theater führen. Ah, ne? Ja, weil ja, irgendwie ja, das ja irgendwie was mit Wasser zu tun hat. Also das heißt unter dem Broadway. Ja, was ja eine sehr lange Straße ist. Eine sehr lange Straße ist sogar. So, und da wollte er etwas machen, so eine Rohrpost-U-Bahn. Was hieße das denn? Das heißt ein großes Rohrpostsystem, was über mehrere Häuserblöcke gehen würde. Also kann natürlich auch gegenüber gehen. Ne? Zwei große Gebäude stehen sich gegenüber. Dazwischen ist der Broadway durch eine, also einmal ja, unter dem Broadway ja, durch, damit es Bürohaus A und B verbindet. Genau, sowas. Ne? Kann sein. Unter dem, genau. Aber ist 1870 möglicherweise tatsächlich ein Rohrpostjahr gewesen? Weil die da mit Druck da schon was durchgejagt haben? Oder kam das später beispielsweise? Also du meinst, ob das, unter, das zeitlich ob das 1870 unter Rohrpostjahrhundert ein... Das berühmte Rohrpostjahr 70-71 ja, daran. Gut, genau, das können wir nicht klären. Okay, schwierig. So, Erdwärmeanlage. Erdwärmeanlage, finde ich, klingt so, als sei das deutlich später erfunden worden. Aber es könnte interessant sein, dass er als Prototyp tatsächlich eine erste Erdwärmeanlage irgendwie erfunden hat.
Also keine, wie wir sie heute kennen würden. Ja, ja. Vielleicht haben sie da damals an den Broadway die ersten Schlitze hingebaut, Lüftungsschlitze, wo dann viel später Marilyn Monroe sich, auch nicht auf dem Broadway, sondern woanders, das Kleid so hat sehen lassen, genau, oder so etwas. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Aber das schwimmende Theater würdest du komplett ausschließen? Nein, ja? Natürlich nicht. Weil das... Was ist denn ein schwimmendes Theater? Ist das ein Theater auf einem Schiff oder einfach, wo die Bühne mit sehr viel Wasser... Ich finde, das schwimmende Theater als einziges klingt für mich nicht nach Prototyp. Ein Theater gab es immer schon. Das klingt für mich nach einer einmaligen Erfindung. Da hätte der Herr Pflaume nicht geschrieben, welchen geheimen Prototyp baute der New Yorker, sondern einfach nur, was baute der New Yorker Erfinder Alfred Beach. Wir nehmen... Bitte. Sag das nicht so! Bitte, bitte, Bernhard. Du kannst doch nicht bitte sagen und dabei nein denken. Wir nehmen A. Natürlich, ist richtig. Was hättest du denn genommen? Nein, Rohrpost-U-Bahn, selbstverständlich, von Anfang an gesagt. Oder schwimmendes Theater. Innerhalb von 58 Tagen baute Alfred Ely Beach einen knapp 100 Meter langen Tunnel zwischen der New Yorker Warren Street und Murray Street. Eigentlich besaß er nur eine Konzession für den Bau einer Rohrpostleitung für Güter. Doch unter Geheimhaltung baute Beach eine mit Luftdruck angetriebene U-Bahn, die tatsächlich 1870 in Betrieb genommen wurde und 11.000 Passagiere transportierte. Doch das Projekt war technisch zu aufwendig. Die Beach Nomadic Transit schloss wieder und geriet in Vergessenheit. Beim Bau der neuen BMT Broadway-Linie 1912 wurde sie größtenteils zerstört. Sehr gut. Wir bei 1500. Ja, unser Körper. Ja, weil da hoffen wir, dass wir uns auskennen. So ganz gequält. Ja. Nun. Zu den wichtigsten Aufgaben des Ischiasnervs gehört es, A, die Blutzirkulation des gesamten Rückens aufrechtzuerhalten, B, Empfindungen des Beins an das Rückenmark weiterzuleiten oder C, die sensorischen Fähigkeiten von Ellbogen und Hand zu steuern. Ja. So. Wofür ist dieses Drecksding da? Das habe ich mich tatsächlich immer schon gefragt. Außer, dass es weh tut. Also es hat, glaube ich, was mit dem Rücken zu tun. Weil ich habe das doch neulich also auf dem Massagetisch, das hat mir jemand erklärt. Da ist es nämlich so, wenn du Rückenschmerzen hast, dann fragen die auch die Masseure manchmal, ist es schon der Ischiasnerv, was quasi die erhöhte Sache wäre, wenn du richtige Probleme kriegst. Deshalb würde ich die Ellbogen- und Handsensorik ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es hat was mit dem Rücken zu tun. Okay. Blutzirkulation aufrechtzuerhalten. Ein Nerv beschäftigt sich damit, Blut rumzuschicken. Kann das doch eigentlich nur B sein. Die Empfindung vom Bein ans Rückenmark. Ans Rückenmark. Also es zieht im C. Und der Ischias sagt, das erinnert mich jetzt an den alten Otto-Sketch, ne? Mills am Großhirn. Also der sagt dann, zum Rückenmark, der C tut weh. So ein medizinischer Beruf wäre auch was für dich gewesen, ne? Nee. Thomas im weißen Kittel, so hochgeschlossen mit dem Stethoskop um den Hals. Ja? Hab ich irgendwie. Ich sehe mich eher so als sexy Krankenschwester ein. Aber, ne? Ja. Es kommt auf die Uhrzeit auch an. Also, das kann es doch ja nur weh. Wir liegen warum ja bis immer, jetzt. Warum auch wir immer. Haben ja bis jetzt durch unsere kluge Didaktik liegen wir ja schon hinten. Aber ich glaube auch B eigentlich. B. B. Okay. Also ihr liegt vielleicht zurück, aber noch lange nicht hinten. Der Ischiasnerv ist der stärkste und längste Nerv des Körpers und entspringt im Kreuzbein. Durch ihn werden die Muskeln von Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß motorisch versorgt und die Reflexbögen der unteren Gelenke aufrechterhalten. Er gibt Befehle des Gehirns über das Rückenmark an die Beinmuskulatur weiter. Einer der wichtigsten Aufgaben des Ischiasnervs ist es, Empfindungen des Beins an das Rückenmark weiterzuleiten. Durch ihn spüren wir beispielsweise, ob wir auf einem ebenen Untergrund laufen. Danke, so, ihr steht bei 1000. Deswegen, wenn man was am Ischiasnerv strahlt, das doch immer, das zieht doch immer so nach unten. Genau. Ne? So, ihr steht bei 1000 Euro. In unserer nächsten Kategorie, die wir uns ausgedacht haben, möchten wir uns gerne mit, was war's? Wie bitte? Ja. Mit wie bitte? Wie bitte? Sehr gerne. Wir wollen wie bitte wissen. Warum werden Kühen Magneten in den Magen gesetzt?
A. Die Tiere verteilen sich gleichmäßiger auf der Weide. Nehmen wir, egal wie. Das will ich sehen. Warte doch erstmal auf die anderen Antworten. B. Die Kühe finden selbstständig den Weg zur Melkmaschine. Oder C. Sie schützen die Innereien der Tiere vor Verletzungen. Also egal, was stimmt, ich hätte das auch gerne, Herr Pfarrer. Ich hätte das gerne sehr. Alles gut. Nee, es ist leider nicht das. Ich hoffe, es ist B. Sehr, sehr lustig, oder? Diese Vorstellung, die wollen sich berühren und dann immer so... Ja. Dumm ist doch, wenn die eine sich umdreht, dann macht's. Ja, wollte ich ja sagen. Weil es heißt ja nicht, dass der Magnet die Tiere nur abstößt, sondern dass die auch zusammengondeln. Ne? So, die Kühe finden selbstständig den Weg zur Melkmaschine. Klingt für mich auch so, als würde der Magnet irgendwie sozusagen zum Eisenstutzen hinführen sollen. Deshalb kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ja. Dass man am Schluss die Kuh dann vielleicht irgendwie ein bisschen besser mit der Melkmaschine verdrahten kann, kann ich mir gerade noch so vorstellen, ja? Ne? Wenn der Magnet inzwischen im Euter gelandet ist, also gibt es eine direkte Verbindung zwischen Magen und Euter. So. Einer Kuh, wie man weiß. So, und jetzt C. Ja. Und jetzt C. Ich glaube, wenn die kleine Metallteile verschlucken, dann haften die an den Magneten und gehen nicht durch die Innereien. Das ist es. Und dadurch werden die geschützt. Das ist es. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Übernimmst du die Verantwortung? Ja, eindeutig. Dann sag's. Wir möchten bitte C nehmen. Aber guck mal, es funktioniert nicht, ich muss es sagen. Stimmt, das geht gar nicht. Wir nehmen C. Wir nehmen C. Und das Kühe Metallteile vertilgen, das kommt ja schon mal vor. Das kommt vor. Wenn sie so am Elektrozaun rumknabbern. Oder? Der sogenannte Käfigmagnet hat eine Hülle aus Plastik und enthält in der Mitte eine Reihe starker Magnete. Das Gerät wird in den Schlund der jungen Kühe eingeführt und landet im Netzmagen. Gelangen nun Metallstücke wie Nägel beim Fressen in den Magen, werden diese vom Magneten angezogen. Ansonsten könnten die Organe der Tiere beim Prozess des Wiederkäuens verletzt werden. Die Kuh trägt den Magneten ihr Leben lang. Gibt das 2000 Euro? 2000 haben wir schon. 2000! Was bin ich? Ja. Was bin ich? Ja. Ein Chief Evangelist. A. Ist der amtierende Sprecher des amerikanischen Präsidenten. B. Leitet die Innovations- oder Strategieabteilung eines Unternehmens. Oder C. Gibt täglich die Wettervorhersage für den Vatikan heraus. Das ist lustig. Also C schließe ich jetzt mal aus. Der Chief Evangelist, also der kann ja auch, das heißt ja auch wirklich Chief und das heißt nicht italienisch irgendwie Chiefe und ist irgendwie so ein lustiger Wortdreher oder sowas. Und Chefe. Chefe, Vatikan. Chief Evangelist, also das ist der Hauptevangelist, der Evangelist macht ja eine Auslegung des Testaments, würde ich mal sagen. Also deshalb wäre B zum Beispiel, wäre ziemlich einfach, weil man so denkt, okay, der sagt, der legt die Strategie aus und verkündet die vor allem. Der amtierende Sprecher des amerikanischen, das hätte ich mal gehört, die Innovationsstrategie eines Unternehmens, ja, der dann muss sagen, wo es lang geht. Also ich wäre auch bei B, obwohl es lahm ist. Dann nehmen wir B. Wir nehmen B. Ich glaube, das Publikum hinter euch ist nicht so sehr daran interessiert, die aufregendste Antwort zu hören. Sie möchten die richtige Antwort hören. Der Titel Evangelist erklärt sich aus der Wortbedeutung des griechischen Stammwortes Evangelium, welches sich mit die gute Nachricht übersetzen lässt. So sind Evangelisten Menschen, die die Fähigkeit besitzen, andere Menschen zu begeistern. Im Beruf ist ein Chief Evangelist demnach jemand, der die Innovations- oder Strategieabteilung eines Unternehmens leitet und somit der Vordenker für neue Trends ist. Richtige Antwort! Spiel. Damit steht ihr bei 1500 Euro. So, widmen wir uns der nächsten Kategorie. Was wollen wir nehmen? Physik des Alltags? Wir nehmen Physik des Alltags. Ja, weil hinter uns ist der gesamte, das gesamte technische Universitäts... Das wissen alle hier Bescheid. Ja, das sind Physik alles Physiker. Alles Physiker. Astro ist da rechts. Ja, hallo. Also. Konzentration. Warum sollte eine noch heiße Pfanne nicht mit kaltem Wasser gespült werden? Das klingt aber geil. A. Wasser setzt sich in Hohlräume und die Pfanne kann rosten.
B, sie verformt sich. Oder C, es entwickeln sich giftige Dämpfe. Das Erste, was ich dachte, ist, es entwickeln sich giftige Dämpfe, noch bevor hier die Antwortmöglichkeiten kamen. Ich hätte sowas gedacht, wie dass sie springt oder dass Sachen ablöst. Das, was der Elton auch gedacht hat. Ja. So. Aber das haben die hier nicht genommen. Das ist schon mal nicht so nett. So. Dass das Preisschild aufweicht. Ja, so, das dachte ich auch. Du meinst also, weil das dann sofort verdampft und dabei... Also in der Sekunde, wo wir die heiße Pfanne unter das Wasser tun, macht sofort Fett, da sehe ich sofort CO2, Ozonschicht, sowas. Die Frage ist nur, was ist denn, wenn die Pfanne jetzt überhaupt kein Fett drin hat? Die ist einfach nur heiß. Und jetzt ballerst du die unters Wasser. Ah, weil noch heiße Pfanne, ne? So. Kann es dann vielleicht sein, dass sich das Wasser verdunstet, wird extrem fein, atomar? Ja. Und kommt dann auch in die kleinsten Hohlräume einer Pfanne, was es vorher nicht machen würde? Du meinst, A ist die richtige Lösung, ne? Das, ich würde sie zumindest nicht so ausschließen, wie du gerade C. Komm, wir nehmen deine Hohlräume. Hm? Hm? Sei kein Frosch. Das war mal, Bernhard. Ja, ja. Oh, wenn er es so sagt, Publikum. Ist Matthäus schon am letzten. Ja, ja, ich überlege, ob wir das Publikum nehmen oder ob wir einfach A oder C riskieren. Ach, wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Genau mein Vorschlag. Wir nehmen das Publikum. Liebes Publikum. Liebes Publikum. Sehr. Da. Ja, so. Fünf Pfannensitzer springen auf. Ja, die Dame zuerst. Ja, die Dame, die stand ja schon, da war die Pfanne noch heiß. Absolut. Das ist... Dann, vielen Dank trotzdem an beide. Also, ja, aber wir würden die Dame nehmen. Die waren... Gut. Aber Sie sind mit im Bild. Ja? Gut, guten Abend. Sie hätten es gewusst, aber sie weiß es hoffentlich auch. Ja, wie heißt du? Auch. Annika. Aha. Annika, wo kommst du her? Aus Poltersen. Und alle liebe Grüße an alle Bölzer. Das ist jetzt sicher angekommen. Genau. Ich würde C sagen. C? Hätten Sie das auch gesagt? Das hätten Sie auch gesagt. Okay, ich auch. Alles klar. Gut. Bernhard auch. Du willst auch Hohlräume. Nein, 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 nein. Eine noch heiße Pfanne unter den kalten Wasserhahn zu halten, sorgt für einen starken Temperaturunterschied im Metall. Die Pfanne kühlt unterschiedlich schnell ab und zieht sich abhängig von Material und Verarbeitung auch ungleichmäßig zusammen. Bei späterer Benutzung liegt die verformte Pfanne nicht mehr glatt auf dem Herd, erhitzt nicht einheitlich und das Bratfett verteilt sich nicht richtig. Es ist wirklich Antwort B. Wow. Es ist Antwort B, Annika. Aber schau mal, das eint euch zumindest und alle hätten es falsch gemacht. Hätte irgendeiner B gesagt? Es bleibt erstmal bei 2000 Euro und ihr könnt jetzt gleich ziehen. Ja. Könnt ausgleichen jetzt. Wir haben noch Asien, Zahlen bitte und Unterwasser. Asien bitte. Jo. Was veröffentlichte das Königreich Bhutan in den 1970er Jahren? A. Vinylschallplatten als Briefmarken. B. Alternatives Alphabet für Linkshänder. Oder C. Offizielles Regierungskochbuch mit über 200 Landesspezialitäten. So, also Bhutan ist ja das, ein Land, das berühmt ist für seine glücklichen Einwohner. Das gilt ja als eines der glücklichsten Länder der Welt. Und ist besonders immer volksnah, macht viel für die Leute, die da wohnen. Und also das ist also quasi zwischen König und einem Untertan, das ist alles sehr eng. Die machen also sehr gute und progressive Sachen. Deshalb wäre zum Beispiel so ein Move, wie für Linkshänder ein alternatives Alphabet zu machen, wäre so ein, ne, was sehr bürgerfreundliches, ne, man akzeptiert die. Aber was ist denn ein alternatives Alphabet für Linkshänder? Ja, vielleicht steht das Alphabet auf Tafeln und du musst es... Nee, das ist auch Quatsch, ne? Lass mal kurz auf die anderen beiden eingehen. Also eine Schallplatte, wenn du sagst, es ist ein relativ armes Land, dann verballern die Vinyl, da ist ja Öl und alles drin. Okay, vielleicht haben die sogar viel Öl, aber das verballern die dann als Briefmarke? Das wäre so lustig, da haben die... Haben die nicht eher Gas als Öl? Ja, ich wollte es nicht, aber... Also das kommt mir komisch vor, weil eine ganze Schallplatte, wenn es ja mal eine Single wäre, ne, damals war ja Single noch, ne, ja, eine Schallplatte, keine Börse, dann wären die jetzt auf dem Brief drauf, das wäre komisch. Also A schließe ich erstmal aus. Das Regierungskochbuch, ja, das was? Kann man machen, aber würde das der Redaktion dieser Sendung auffallen, lieber Elton? Wäre uns das Sendezeit wert? Ja, das wäre, jetzt geht das ja, los. Genau das, ja. Wäre das Sendezeit wert, dass man sagt, die Regierung bringt ein Kochbuch raus mit Spezialitäten. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber... Weil das der König gemacht hat. Der König bringt sein eigenes... Ja, das wäre wieder das Volksnah. Also ich würde A ausschließen und ich bin jetzt zwischen...
B und C? Ich bin bei B, weil mir A und C, also A würde ich ausschließen, weil Vinyl ist, glaube ich, wirklich dann zu teuer, um das alles als Briefmarke zu machen. C finde ich einfach so, ja, es ist schön. Lass uns B nehmen, weil es am wirklich am verrücktesten. Wir nehmen B. B. Vielleicht ist das ja auch, wenn die unteren. Und wie heißt die Sendung? Wie heißt die Sendung? Die Sendung heißt Gefragt, Gejagt. Ja. Aber es kann ja sein, dass das A. Genau so. Aber die Jäger hätten es wahrscheinlich gewusst. Im Königreich Bhutan entschied man sich in den 1970er Jahren dazu, mehr Aufmerksamkeit auf das neu entstandene Briefmarkensystem zu lenken. Dazu wurden tatsächlich kleine Vinylschallplatten entwickelt, die auf einen Brief geklebt werden konnten. Auf der Vorderseite zu hören ist etwa die Nationalhymne. Oder Informationen über das Königreich Bhutan. The Kingdom of Bhutan. Drugyul, or Land of Dragons, is a landlocked country of 18,000 square miles in the heart of the Himalayas. Für bis zu 500 Euro das Stück werden die Marken heute noch versteigert. Sieht toll aus. Ja, ne? Ja, so. Aber kann man, ich finde es trotzdem einsetzen. Scheiße. Ja. Also es bleibt bei 1.500 Euro, aber eine Chance habt ihr gleich noch. Letzte Frage für Bastian und Bernhard. Bernhard, bitte entscheide du. Ich habe alles entschieden und auch alles richtig gemacht. Jetzt musst du mal. Zahlen bitte oder unter Wasser? Das ist die große Frage. Wir nehmen Zahlen bitte. Es ist ungefähr 222 Mal teurer, A, Strom aus einer Batterie zu beziehen anstatt aus der Steckdose, B, Wasser aus dem Supermarkt zu trinken anstatt aus der Leitung oder C, mit Kaminholz zu heizen anstelle von Fernwärme. Ich mach das alles. Oh nee, das habe ich mir fast gedacht. Oh Gott. Tja. Also erstmal können wir überlegen, sind diese ganzen Paarungen alle tatsächlich teuer, billig, teuer, billig, teuer, billig? Ja, genau. Also, ist es teurer? Generell, wir wissen ja nicht, ob 222 genau. Mal, aber ist es teurer, Strom aus einer Batterie zu beziehen, anstatt aus der Steckdose? Würde ich sagen, ja, weil du musst natürlich den Strom in eine Batterie packen und die dann transportieren. Ja, du musst die Batterie und so möglicherweise laden genau, und so weiter. Das kostet. Wasser aus dem Supermarkt ist teurer als aus der Leitung, völlig richtig. Hier Kaminholz anstelle von Fernwärme. Also ich weiß, dass Kaminholz sehr schnell sehr heiß wird. Das würde aber heißen, Kaminholz ist teurer als die Fernwärme. Weil das Kaminholz kostet. Genau, ja. Wenn ich es nicht selber eintreibe. Ja, weil der Brennwert, der Kamin ist halt nicht so optimal. Viel geht weg. So ist es. Während dem bei der Fernwärme wird total viel genutzt. Da wird sogar Müll genutzt, der dann... Die 222, wie kommt die zusammen? Also, ich sage mal, Wasser, was ich aus dem Supermarkt kaufe, hat einen gewissen Preis. Ist das, selbst wenn ich teures oder billiges nehme, wirklich 222 Mal? Was würdest du denken? Das wäre dein... Ich glaube, okay. Was ist dein Gefühl? Sollen wir die Batterie nehmen? Ja, wäre auch ein Gefühl bei der Batterie. Ja. Einfach, keine Ahnung, Batterieherstellung, du musst Rohstoffe ziehen, besondere, so die müssen für die ganze Welt. So ist es. Riesige Batterie. So ist es. Wir würden A wie ahnungslos nehmen. A, geraten. Kann man A, geraten. Kurz zusammenfassen. Hoffnungslos. Das Heizen mit Fernwärme ist in etwa doppelt so teuer wie mit Kaminholz. Supermarktwasser ist im Vergleich zu Leitungswasser ungefähr 65 Mal so teuer. Eine Kilowattstunde Strom aus dem Netz kostet etwa 30 Cent. Eine handelsübliche Doppel-A-Batterie hat einen Energiegehalt von 0,003 Kilowattstunden. Bei einem Preis von 20 Cent für eine Batterie ergeben sich Energiekosten von rund 66,60 Euro pro Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde Strom aus einer Batterie ist demnach 222 Mal teurer als aus dem Netz. Ich glaube, Bastian, so gut wie heute lief es noch nie bisher. 2.500 Euro. Wäre wichtig jetzt, diese letzte Frage richtig zu beantworten aus der Kategorie Unterwasser. Letzte Frage. Komm. Für Elton. Alles gut. Wir haben und Thomas Hermann. Ihr könnt euch schon mal alle Taucher bitte jetzt schon mal. Die Frage. Achtung, Elton. Ja. Gerät eine Qualle in einen von einem Freitaucher ausgestoßenen Luftring? So. A. Wird sie auf ein Viertel ihrer Größe zusammengepresst? B. Rotiert sie mehrmals um die eigene Achse? Oder C. Wird sie einige Meter nach unten katapultiert?
bin ich froh, dass wir noch das Publikum haben. Oh, liebes Lottchen. Also, das ist ja Luftring, das ist ja. Du bist unten. CO2, was du da ausatmest. Und du das, atmest das geht das ja nach oben. Und da kommt die. Nee, das weiß ich noch nicht. Das, keine Ahnung. Da kommt die Qualle. Da kommt die Qualle rein. Jetzt macht sie. Das wäre dann die Viertel ihrer Größe. Dann macht sie so. Es klingt eigentlich alles ganz lustig für die Qualle, muss ich sagen. So, ne? Vielleicht A, weil natürlich. Es ist eine Luft, also eine CO2-Blase, ist eine Blase und da ist natürlich Druck drin. Es kann natürlich sein, dass der Druck dafür sorgt, dass sie zusammenquatscht. Es kann aber auch sein, weil das Ding so Auftrieb nach oben hat, dann muss ja auch noch irgendwas nach unten gedrückt werden, dass sie sich tatsächlich einige Meter nach unten katapultiert. Also ich halte A und C für möglich, B finde ich ein bisschen für Quatsch. Ich weiß es aber auch nicht, deswegen bin ich auch froh, dass wir das Publikum haben. Ah, ja, bitte, liebe Taucher. Und vielleicht können die sich das physikalisch erklären oder ist es ein Taucher dabei? Oder sie hassen Quallen oder sie wollten immer schon eine Qualle zerstören. Ja, du willst doch aufstehen, du guckst doch aber. Ja, vorsichtig. So, dann komme ich mal zu Ihnen. Guten Abend. So, grüß dich. Hallo. 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 Wie heißt du? Steffen. Du kommst woher, Steffen? Aus Osnabrück. Okay. Und du hast einen Tauchschein? Nein, ich war beim Tauchen, aber das kam da nicht vor. Aber du hast eine Idee, Steffen, sonst wärst du ja nicht aufgestanden. Genau. Also ich fange mal bei Antwort C an. Wenn die Qualle in diesen Luftring gerät, der Luftring, also ich stelle mir das als Luftblase vor. Ich weiß jetzt nicht, wie das ein Luftring sein soll. Würde der Luftring nach oben gehen, die Qualle würde seine Richtung nicht ändern. Antwort B finde ich auch, ist mir nicht erklärbar. Und daher kommt für mich nur Antwort A in Frage, auch weil Quallen ja sehr sensibles Material aus sehr sensiblen Organstoffen bestehen, könnte ich mir das vorstellen. Okay, gut. Steffen, du hast Antwort A erklärt und es ist eingeloggt und jetzt gucken wir uns das an. Wir haben da Bilder vorliegen, die Aufklärung verschaffen. Victor de Valles ist Freitaucher, taucht also ohne Atemgerät und stellt immer wieder spektakuläre Videos von tanzenden Luftblasen und Ringen ins Netz. Aufgrund ihres Auftriebs werden die Blasen auf ihrer Oberseite stärker abgebremst als auf der Unterseite. Dadurch entstehen Luftringe, die immer größer werden. Durch das verdrängte Wasser kommt so ein Wirbel zustande. Trifft eine Qualle auf so einen Ring, wird sie ordentlich durchgeschüttelt und dreht sich mehrfach um die eigene Achse. Ah, ja, Antwort B ist die richtige. Aber Steffen, eben vieles auch Elten wie Schuppen vor den Augen. Ich sag ja immer wieder, es lohnt sich, ja, die Fragen auf. Kein Taucher, also kein ein Freitaucher. Ja. Ah. Aber trotzdem, ihr habt ja noch alle Chancen im Finale. Jetzt müsst ihr Daumen drücken. Dankeschön, vielen Dank. Aber danke für die Anmutung. Ja, richtig. Alles gut. Ah. Ah, die haben ja gar keinen. Freitaucher. Ja. So, wir schauen auf den Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Bastian haben 2.500 Euro auf dem Konto. Elton und Thomas Hermanns 1.500. Hier ist das heutige Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Prominente. Das mag ich. Das mag ich gerne. Das magst du gerne, ja. Also ich kenne keinen Prominenten, damit geht's schon mal. Ja. So machen wir das. Okay. Beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Wer wurde im gleichen Jahr geboren wie Schauspielerin Angelina Jolie? A. Moderatorin Sylvie Meis. B. Model Naomi Campbell. Oder C. Sänger Enrique Iglesias. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard
und Bastian haben gesetzt 501 Euro. Elton und Thomas haben gesetzt alles. Bernhard und Bastian haben getippt auf Antwort B. Naomi Campbell. Elton und Thomas haben getippt auf C. Enrique Iglesias. Silvi Mais ist geboren am 13. April 1978. Okay. Wahrscheinlich sind alle 78 geboren. Naomi Campbell ist geboren am 22. Mai 1970. Und Enrique Iglesias ist geboren am 8. Mai 1975. Ja. Ich bin bei unserem Enrique. Hä? 75. Wie? Angelina Jolie hat Geburtstag am... Jetzt kommt erst der Tag. Mittwoch. Am 4. Juni. Eins. Neun. In den 70ern? Ja. Ja. Dann hat er recht. Angelina Jolie hat Geburtstag am 4. Juni 1975. Yeah! Und damit gewinnen Thomas Hermanns und Elton 3.000 Euro. Aber du hast richtig. Und das heißt für euch 3.000 Euro, das heißt für euch, für jeden von euch 55,56 Euro. Auch für unsere drei App-Gewinner. Herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Das war Beweis für sowas für heute. Danke an Thomas Hermann, Sebastian Patepka. Tschüss, war's gut.